Wir haben einen der dreckigsten Strommixe Europas. Ja. Und historisch gesehen ist Deutschland das Land, das am viertmeisten Verantwortung für die Klimakrise trägt. Das ist gigantisch. Deswegen noch mal die Frage. Ja. Etwas, was so CO2, bei allem Risiko, die das hat, aber CO2-arm ist wie Atomkraft, ist nicht das etwas, über das man vielleicht mal ganz unideologisch nachdenken muss? Zumindest für die Zeit, bis wir es geschafft haben, all die Windräder und all die Photovoltaikanlagen zu installieren, die wir brauchen, um irgendwann unabhängig davon zu sein. Das ist lustig, weil man oft, wenn man über erneuerbare Energien spricht, so tut, als würden erneuerbare Energien so wahnsinnig lange brauchen. Und alles andere sei irgendwie schneller. Naja, um heute ein neues Gaskraftwerk aufzubauen, braucht man unfassbar viel Infrastruktur, großartige Summen an Geldern. Und dann muss man überlegen, wo soll das Gas herkommen. Das ist ein langfristiges Investment. Und das ist ein großes Problem, dass gerade so viel von diesen langfristigen Geldern in fossile Energien gehen. Erneuerbare können, wenn die Bürokratie stimmt, wenn die Genehmigung stimmt und die Flächen bereitgestellt werden, unfassbar schnell ganz viele Lasten. Werden sie nicht. Und wir sind in Deutschland, das können sie, das ist auch berechnet, das zeigen die Studien immer wieder. Wir sind in Deutschland in dieser total schönen, komfortablen Situation, dass wir aus der Kohle und aus der Kernkraft aussteigen können, wenn wir bereit sind, full on die Erneuerbaren zu pushen. Das ist politisch auch sozusagen schon eigentlich entschieden, dass man das will. Geht auf Jahre. Und das kann man weitermachen. Naja, natürlich ist es ein Projekt, das nicht von heute auf morgen geht, aber das ist eigentlich der Weg, auf den sich die Bundesregierung aufmachen möchte und das jetzt aber auch durchziehen muss. Darf ich Ihnen mal eine Geschichte aus meinem ehemaligen Wahlkreis erzählen? Bitte. Da wird eine Umgehungsstraße gebaut, soll gebaut werden, die seit 10 oder 15 Jahren nicht vorankommt, weil drei Leute dagegen sind. Ja. Das Thema will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ich will nur sagen, das dauert lange. Jetzt heißt es, die Erneuerbaren sind wichtig. Mhm. Also müssen wir jetzt die Genehmigungsverfahren so verkürzen, dass keiner mehr mitreden darf. Und da sagen meine ehemaligen Wählerinnen und Wähler, die da leben, die sagen, ihr habt ja schön gut reden. Mhm. Ich habe die schlechte Sicht. Die Vögel werden geschreddert. Jetzt plötzlich geht es schnell. Und ich warte 15 Jahre auf die Umgehungsstraße. Da ging es nicht so schnell. Das ist nicht in Ordnung. Da entsteht auch Demokratie. Und mein Haus ist im Ergebnis weniger wert. So. Das heißt, ich bin dafür, Planungsverfahren zu verkürzen. Auch anderswo. Nicht nur jetzt da. Auch zum Beispiel für Schienenverkehre. Was ein ziemlicher Eingriff in die Natur ist, wenn ich eine Trasse durch das Land lege. Die Trasse München-Berlin. Leuchtturmprojekt Deutsche Einheit. Ich habe mal mit Peter Ramsau hier gesprochen. 25 Jahre gedauert. Da waren auch sehr komplizierte Tunnelwerke 25 dazu. Jahre. Das stimmt schon. 25 Jahre. Aber zum Thema, so schnell können wir sein. Können wir müssen das halb so schnell machen. Ich will nur sagen, jetzt muss das ganz schnell gehen. Ausgerechnet da, während wir generell, denke ich, schneller werden müssen. Das scheint mir auch ein Problem zu sein. Ja gut, das hat doch aber was mit dem Politikwechsel in diesem Land zu tun, Herr de Maizière. Ja. Also es gab eine Wahl und es gibt jetzt eine neue Koalition im Bund, und an der Ihre Partei nicht mehr beteiligt ist. Wir wissen das alle. Und da hat ja Frau Neubauer auch irgendwie recht. Ja? Also an welchem Punkt sind die denn? Wo haben die angefangen energiepolitisch? Ja? Und das jetzt, ich habe im Moment, das muss ich Ihnen mal sagen, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie, dass in diesem Land der Wille allzu groß ist, zu beharren und zurückzugehen. Vielleicht bei der AfD und bei Teilen der Union. Mhm. Aber eigentlich ist auch klar und Konsens, würde ich mal sagen, in diesem Land, wir wollen die Erneuerbaren. Andererseits denke ich, ist es, glaube ich, nicht realistisch zu sagen, also Sie haben ja selber, Sie haben, glaube ich, 4 oder 5 Wenns aufgezählt jetzt gerade. So ist es eben nicht. Und wenn die Leute eine kalte Wohnung haben, dann müssen wir leider auch pragmatisch sein. Ich wollte auch noch mal einen Gedanken zu diesem Thunberg-Satz sagen. Als ich das gehört und gelesen habe, dachte ich, das ist ein Gedanke von Nachhaltigkeit. Also ganz eben eine zeitgemäße oder von den Ereignissen getriebene Nachhaltigkeit. Unideologisch. Ja. Pragmatisch. Also ich will die dafür nicht abfeiern. Das ist irgendwie, ich glaube nicht, dass nicht Peter abfeiern. Thunberg sich ihr Leben lang darauf gefreut hat, sowas mal zu sagen. Aber es ist halt ja eine politische Nachhaltigkeit in diesem Moment, habe ich gedacht. Okay, die Dinger stehen da. Ja. Und ich weiß, das ist jetzt nicht, das rettet hier nicht das Land aus dieser Krise, aber es bewirkt etwas. Genauso wie eben ein Tempolimit auch was bewirken würde, ja, wenn wir es endlich mal hätten. Aber es ist ein Moment gewesen, wo ich dachte, das ist total pragmatisch, was die Frau da gerade sagt. Das hätte ich dir niemals zugetraut. Würden Sie sich so einen Satz auch trauen, Frau Neubauer?
Wow, seit wann? Also ich kann, also ich glaube, ich muss mich jetzt nicht trauen, irgendeinen Satz zu sagen. Ich glaub, macht es zum dritten Mal, versuchen Sie es. Ja, ja. Bisher war es immer so. Aber Sie haben noch nie geantwortet. Ich weiß nicht genau, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt von Warum mir, dass Sie ein ich Problem so ein damit? Pseudo-Pro-Atomkraft-Statement mache, obwohl wir doch wissen, das ist eine Technologie, die extrem gefährlich ist. Viele Menschen in diesem Land haben sehr lange erfolgreich und aus guten Gründen dagegen gekämpft. Und wenn wir die Möglichkeit haben, da rauszusteigen... Politiker antworten so in der Sendung. Nö, das ist genau, was ich glaube. Wenn wir die Möglichkeit haben, von der Atomkraft wegzukommen und die technischen Möglichkeiten haben wir, die politischen Festlegungen sind da, so dann zum Henker gehen wir los und machen das. Wir haben ja jetzt nicht die Zeit, Frau Neubauer. Wir sind ja jetzt in einer ganz konkreten Situation. Es bezieht sich ja auf jetzt. Genau. Das ist ja keine perspektivische und jetzt Geschichte. Haben wir die, jetzt konkret. Aber sorry, wenn ich sozusagen, ich verstehe sozusagen, woher Sie kommen, aber wenn ich hier einmal kurz mit Fakten reinstimmen darf. Ja. Die Atomkraft kann in Deutschland nicht unsere Energiekrise lösen, auch nicht die Knappheiten. 1% vom Gas kann erreicht werden. Das habe ich nicht behauptet. Das hat der Atomberg auch nicht gesagt. Ja, das heißt aber, wir müssen noch mal in dieser Debatte, diese ganzen wichtigen Räume, wo wir über die Energiekrise reden, werden verstopft mit diesen oberflächlichen Atomdiskussionen. Nee, das ist nicht oberflächlich. Tiefe, ohne dass man bedenkt, was kann die Atomkraft leisten und was nicht. Nein, es tut mir wirklich leid. Darf ich einmal ganz kurz? Ich bin hier auch schon mal so gegrillt worden und andere auch. Naja, sozusagen, es geht ja nicht, es geht hier nicht um mich, es geht um die Energiefragen. Und die müssen wir doch fundiert und informiert beantworten. Und es geht auch um den Diskurs. Und ich habe schon wirklich auch den Eindruck, dass dieser Pseudodiskurs, wir reden über einen relativ kleinen Anteil am Strommix in Deutschland, den das ausmacht. Über 3 oder 4 Monate, diese ganze Debatte ist sehr aufgebauscht, sie wird im Internet geführt, polarisiert. Die Menschen auf der Straße wollen, dass der Strom da ist, dass es kein Blackout gibt und dass die Wohnungen warm bleiben, dass es einigermaßen bezahlt wird, woher der Strom... Also diese Polarisierung der Debatte, ich glaube, die ist ein Beitrag zur Entfremdung, zur politischen Entfremdung, weil es hier wirklich, auch in der Bundesregierung ein gegenseitiges Schuldzugeschachere ist, das nicht lösungsorientiert. Nee, tut mir leid, da gehe ich wirklich nicht mit. Ich muss mich jetzt einmal wirklich wehren, auch als Bürger dieses Landes und als jemand, der... Nee, ernsthaft. Also sozusagen zu unterstellen, das ist jetzt hier so ein bisschen... Tun Sie bitte nicht persönlich, ne? Wir nehmen hier nichts persönlich, aber wir reden jetzt mal hart. Also zu unterstellen, dass es hier um so ein bisschen Halligalli geht und jetzt wird medial da quasi irgendwas hochgezogen, was dann angeblich so ein bisschen dazu da ist, die Leute zu belustigen. Das war ja in den letzten Monaten auch in der Bundesregierung ein ganz entscheidendes Thema. Nee, ich will nur sagen, das ist ja nicht erfunden. Aber es ist kein Halligalli. Darf ich ganz kurz das Argument machen? Ne, will nur das Argument einmal kurz machen. Das ist kein Halligalli. Da geht es um existenzielle Fragen. Es geht um den Industriestandort Deutschland. Es geht darum, dass wir die viertgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten sind. Es geht darum, dass wir Energiepreise haben, die 10-mal so hoch sind wie die in den USA. Es geht darum, dass Unternehmen in den USA für ein Zehntel der Preise produzieren wie hier in Deutschland. Aber Nochmal die Fakten. Es geht darum, dass jemand wie Veronika Grimm, kennen Sie auch, wirtschaftsweise, kluge Frau von der Uni in Erlangen, die sagt, wenn wir Atomkraftwerke weiterlaufen ließen, hätte das selbstverständlich Auswirkungen auf den Strompreis. 12% weniger, das sind ihre Berechnungen. Das ist relevant und gerade jetzt relevant für viele, viele Menschen. Also das ist sehr überraschend, weil die Atomwirtschaft hat ja immer gesagt, es ist ein sehr teures Modell. Wir wollen das auch gar nicht weiterführen. Ich will nur sagen, Sie sagten gerade, das kann man nicht so an der Oberfläche führen. Ja. Nein, kann man eben nicht, sondern es geht tatsächlich um die Existenz vieler Leute. Genau. Und es geht diesem Land an den Kragen, wenn wir diese Energie- und Gaspreise nicht in den Griff kriegen. Und aber das hängt ist doch der nicht an einem Punkt. Atomkraftwerk in Niedersachsen, ob das nun verlängert wird, 3 Monate unter oder nicht. Anderem. Nein, das unter ist, anderem. Aber das ist doch genau gerade, weil die Lage so existenziell ist, weil sich Menschen, das hatte ich auch schon mal hier in der Sendung ja eben betont, sich so wahnsinnig große Sorgen machen, verdienen es die Leute doch auch, dass die Debatten so geführt werden, dass sie ihnen annähernd das widerspiegeln, was die Wirklichkeit uns vorsetzt. Und da müssen wir uns einmal fragen, warum sind denn die Energiepreise so hoch? Weil es ein Krieg ist. Weil wir abhängig geworden sind von fossilen Energien und fossilen Autokraten, die uns heute erpressen können. Alles das klar. Ist, wo die Preise explodieren. Aber jetzt geht es um das Hier und Jetzt. Genau, und Politik muss jetzt Antworten geben für diesen Winter. Nee, aber jetzt geht es darum, die Antworten für jetzt zu geben, aber dafür zu sorgen, dass wir aus dieser Erpressbarkeit rauskommen, aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Ja, bis heute ist Russland der größte Uranexporteur Europas. Das schreibe ich auch. Atomkraftwerke heißt immer auch, in Europa zumindest, Putin bestärken. Wenn wir von diesem Mann wegkommen wollen, heißt das auch, die energiepolitischen Konsequenzen zu setzen. Und an der Stelle geht es nicht darum,
dass er oder ich, wie jetzt hier sitzen und sagen, oh, wir sollten mal nicht so oberflächlicher herreden, sondern dass ja Energieexperten in diesem ganzen Land immer wieder sagen, Leute, redet darüber, was wirklich die Lage entschärfen kann und nicht das, was gut klickt, was populistisch sich irgendwie gut verkaufen lässt oder sonst was. Also erstmal finde ich interessant, dass unser Moderator jetzt Diskussionsteilnehmer geworden ist. Das ist auch gut. Naja, so. Nee, hab ich gar nicht bin gegen. Ich eigentlich immer. Aber ja, ich wollte aber zu dem Argument von Ihnen noch etwas sagen. Die Polarisierung gefährdet die Demokratie oder macht das ein Problem? Ich sehe es genau umgekehrt. Streit in der Regierung, da kann ich ein Lied von singen, ist immer schlecht. Aber dass man in Westdeutschland über Atomkraft gestritten hat, über Nachrüstung, über andere Dinge, hat die Demokratie eher gestärkt. Finde ich auch. Wann, wenn nicht jetzt, soll man streiten über Energieversorgung? Über gute Argumente. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Und zwar so leidenschaftlich, wie wir das hier getan haben. Gerne faktenorientiert, da bin ich immer dabei. Aber ich glaube, dass wir kommen vielleicht noch auf das Thema ja zu sprechen, dass etwa bei der Flüchtlingsfrage oder bei der Euro-Rettungsfrage oder so es immer hieß, wir dürfen das nicht diskutieren, war, glaube ich, ein Problem. Und wenn wir das jetzt diskutieren, wie war das mit der Kernkraft? War das ein Fehler? Wie sind Wertefragen bei Energiesicherheit? Ist Energiesicherheit wichtiger als Klimaschutz? Das braucht in der jetzigen Lage der Unsicherheit, stärkt doch die Demokratie, wenn das streitig diskutiert wird. Entschuldigung, darf ich noch mal? Ist es nicht abenteuerlich, frage ich jetzt auch mal Anja Meyer, welche Stunts, ja, sagt man in meiner Jugendsprache, welche Stunts wir gerade hinlegen, um sozusagen genau diese Debatte nicht führen zu müssen. Ich meine, wir denken ernsthaft darüber nach, Schiffe irgendwo weit auf dem Ozean draußen zu parken, Ölkraftschiffe, verbrennen dort Öl, möglichst weit weg, machen wir natürlich nicht im Hamburger Hafen, weil dann wird man es ja riechen, machen wir schön weit draußen irgendwo, verbrennen Unmengen an Diesel, an Öl, um Strom zu erzeugen. Und kaufen Fracking-Gas aus den Niederlanden. Kaufen Fracking-Gas aus den Niederlanden. Weil wir selber nicht machen wollen. So, das sind all die Dinge, die gerade passieren. Ja, aber wenn wir das so schlimm finden, wie kann es sein, dass zum Beispiel der große Teil oder ein wichtiger Teil der Energiekrise gerade wäre natürlich zum Beispiel eine substanzielle Einsparung. Zu sagen, Leute, Energie ist ein knappes Gut, insbesondere fossile Energien. Das sind kriegsgetriebene Rohstoffe und wir müssen damit richtig hantieren. Wenn die Lage doch so dringend ist, wenn die Nöte so groß sind, wie kann es sein, dass zum Beispiel der ganze Teil der Debatte, wo es darum geht, richtig einzusparen, angefangen beim Tempolimit und weitergegangen über all die möglichen Möglichkeiten, die man hat. Aber alles nicht das gibt ja auch da wieder die Berechnung. Das ist eine Frage von Wollen, nicht von Können. Und wie kann es sein, dass das ausgeklammert wird? Und das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt. Wenn wir anerkennen, wie existenziell die Lage ist, dann müssen wir auch anerkennen, dass dafür Debatten geführt werden, die sich politisch nicht gut verkaufen. Das ist zum Beispiel schnellere Entscheidungen zu treffen, weil wir nicht mehr die Zeit haben, in der Krise zu reagieren. Da bin ich dabei. Das heißt, Einsparung zum Beispiel durch das Tempolimit, weil wir tatsächlich eine Verteilungsfrage haben. Rettet aber nicht den Wirtschaftsstandort Deutschland. Auf gar keinen Fall. Ehrlich gesagt, ich höre hier wirklich aufmerksam zu. Ich bin ja keine Energieexpertin, aber was ich feststelle, und zwar seit einem halben Jahr, ist, dass wir dass dieses Land oder seine Regierung und seine Politik und seine Institutionen immer mehr zu Getriebenen werden. Also es geht um maximalen Pragmatismus. Und also wenn ich mir überlege, wenn mir jemand am Wahltag vor einem guten Jahr jemand gesagt hätte, die Grünen werden in der Regierung dafür sorgen, dass Atomkraftwerke in den Streckbetrieb gehen. Anton Hofreiter, die Grünen werden vielleicht über Fracking in Niedersachsen sprechen müssen. Ja, das hat doch niemand für möglich gehalten. Also ich glaube, ganz so trostlos, wie wir das hier gerade miteinander alles darstellen, ist es nämlich gar nicht. Ich habe das Gefühl, also jeder von uns hat ja auch einen Alltag und ein Leben, dass viele Menschen sich dieser Lage sehr bewusst sind, dass viele Menschen auch das Auto öfter stehen lassen, dass viele Menschen, es zahlt auch auf die eigene Tasche ein, aber es geht schon darum, dass allen bewusst ist, dass es, was Sie sagen, ist ein kriegsgetriebenes, seltenes Gut und Leute verhalten sich zunehmend geht so, verantwortungsbewusst. Geht so. Also wenn man Klaus Müller, den Chef der Bundesnetzagentur, hört, nicht so richtig, da sind jetzt Frau Neubauer und ich uns einer Meinung tatsächlich, der sagt, wir konsumieren gerade Energie und Gas, als gäbe es keinen Morgen. Niemand hält sich zurück. Meines Erachtens geht es noch ein bisschen tiefer. Entschuldigung, ganz kurz. Meine Eltern haben sich gerade einen Kohleofen gekauft. Ja, also sorry. Ja. Es gibt diese die Zahlen 90. sprechen eine deutliche Sprache. Ja, ich glaube, das ist
ein bisschen unterscheiden sozusagen zwischen den, ich glaube, es gibt viele Menschen, ihren die Eltern und dem Ganzen. Ja, das ist schon klar, Ich-Empirie und so nicht so gut, aber es gibt halt einfach, nein, aber man hat doch, man sieht doch, wie Menschen sich verhalten gerade. Ich stelle Veränderungen fest. Da wird es ja auch ganz, ganz eng eine Gerechtigkeitsfrage mit verbunden. Also die Frage, wer spart eigentlich? Und sparen die, die es wirklich nötig haben, ja, weil es finanziell reinschlägt, nicht sowieso schon, auch schon lange. Die Süddeutsche hat das mal ausgerechnet. Die reichsten 10% verbrauchen so viel Energie wie die ärmsten 40%. Würden die reichsten 10% so viel Energie verbrauchen wie der Durchschnittswohlstandsmensch in Deutschland, hätten wir in den Privathaushalten eine Einsparung von, ich glaube, 25% oder ein bisschen darüber. Und das ist was, was Menschen bewegt. Wir haben ein riesiges Misstrauen in die Frage von sozialer Gerechtigkeit, was dann zu Demokratieverdrossenheit, zu Protest und dazu führt, dass Menschen sich weder repräsentiert noch ernst genommen fühlen, weil das nicht hantiert wird. Also zu sagen, dass niemand einspart gegenüber von Menschen, mit denen ich zu tun habe, an der Hochschule Studierenden. Sagt die Bundesnetzagentur. Ich glaube ja auch den Statistiken, aber es gibt ein riesiges Ungewicht. Es gibt Menschen, die bis auf die Taschen bis zum Letzten auskehren, einfach weil es gar nicht anders geht, gar nicht, weil sie so besonders ökologisch sind. Das wollen sie auch gerne sein häufig, aber weil es nicht mehr anders geht. Das Problem ist, dass wir keine gerechte Lösung haben. Wir haben keine gerechte Lösungsansätze. Es gibt ein bisschen Gießkanne hier, ein bisschen Gießkanne dort. Dann werden mal die Rentnerinnen vergessen und mal die Studierenden. Und dann denkt man doch wieder an sie. Aber diese entscheidenden Gerechtigkeitsfragen, die in der Klimafrage ja genauso auftauchen, ja, dass es eine ungleich verteilte Verantwortung gibt und damit auch eine ungleich verteilte Verantwortung eigentlich, sich zu verändern, zu verhalten, Energie einzusparen und so weiter. Der berühmte Pool in der Villa, ich will das Bild nicht überstrapazieren, aber das sind Dinge, die sehr wenig diskutiert werden im Gewicht zu der tatsächlichen Auswirkung im Alltag, Herr Quent, im Vergleich zur Atomdebatte. Ja, Sie nehmen den Pool in der Villa. Ich hätte ein anderes Beispiel. Gerechtigkeitsempfinden, wo normale Menschen den Eindruck haben, das geht mir hier zu weit. Wer sind diese Leute? Warum machen die das mit mir? Wie finden wir es in dem Zusammenhang, wenn sich zum Beispiel an einem Montagmorgen mitten im Berliner Berufsverkehr Menschen an Kreuzungen festkleben? Und genau die Menschen, von denen Sie gerade reden, daran hindern, zur Arbeit zu fahren, um schlicht das Geld zu verdienen, das sie so dringend brauchen. Wie finden wir das? Ist das in Ordnung oder ist das dann? Ich finde das nicht in Ordnung. Und wenn sich in Dresden an einem Gemälde, was nicht nur die Sachsen besonders lieben, eine Sixtinische Madonna, zwei Menschen festkleben, wird das die Begeisterung für Klimaschutz eher, jedenfalls in Sachsen, nicht befördern. Aber ich will gerne, weil Sie sagen, Sie hätten nicht gedacht, dass die Grünen jetzt sowas machen. Ich finde, wir müssen schon doch noch ein bisschen tiefer graben. Der Bundeskanzler spricht ja nicht ohne Grund von Zeitenwende. Herr Starnberg hat hier auf diesem Stuhl neulich von Zeitenbruch geredet. Wie auch immer man das sieht, es ist etwas geschehen in den letzten Monaten, was zur Erschütterung von Gewissheiten oder scheinbaren Gewissheiten geführt hat. Die erste Gewissheit war kein Krieg in Europa. Die zweite Gewissheit war Wohlstandsmehrung. Die dritte Gewissheit war Überfluss statt Mangel. Und die vierte Gewissheit war, irgendwie funktioniert der deutsche Staat. Und alle diese vier Gewissheiten sind erschüttert worden. Das ist das Prinzip Merkel, wenn ich das mal sagen darf. Was er gerade beschrieben hat. Ja, komplett. Ja. Ja. Jetzt, von dem Herrn, dem Sie ein Teil waren. Einmal mal den Gedanken eben sagen. Ja. Und deswegen wird die Friedensfrage friedensethisch und in der Frage, wie reagiert man auf diesen Angriff, sehr streitig diskutiert, warum auch nicht. Die Frage Wohlstandsmehrung wird natürlich unter Gerechtigkeitsfragen auch sonst diskutiert, Überfluss statt Mangel. Und bei der Frage, funktioniert unser Staat richtig, glaube ich in der Tat, dass jedenfalls diese Häufung von Krisen gezeigt hat, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Sie wissen das, ich bin ein Anhänger einer großen Staatsreform. Wir müssen schneller werden, haben Sie gesagt. Wir müssen krisentauglicher werden, wir müssen in Krisen verbindlicher werden. Und ich bin da auch eher optimistisch, wenn die Krisen, in denen wir leben, dazu führen, dass wir sagen, wir müssen unseren Staat auch anders aufstellen, um mit den Problemen fertig zu werden. Und das streitig diskutieren, dann liegt in der Krise eine wirkliche Chance. Aber mal konkret, woran denken Sie dann, Herr de Maizière? Also wir brauchen, glaube ich, einen Nationalen Sicherheitsrat, wir brauchen einen Krisenstab von Bund und Ländern. Wenn man eine wirkliche Krise hat, dann muss man ihn auch zur Krise erklären, wie das viele Demokratien machen. Die nennen das Ausnahmezustand. Durchs Parlament festgestellt, befristet, durchs Parlament beendet.
dann muss es auch sein, wenn Ministerpräsidenten und der Kanzler sich treffen, dass dann das auch gilt und nicht ein Ministerpräsident hinterher sagt, ich mache das aber nicht mit. Oder ein Landrat sagt, das gilt nicht für mich. Wir müssen, so dieser Kuschelföderalismus muss dann aufhören. Ich glaube, auch den Bund stärken bei der nationalen Krisenvorsorge. Bei der kritischen Infrastruktur haben wir noch gar nicht drüber geredet. Was da, da ist sehr viel zu tun. Wir müssen nicht nur, wenn es um LNG-Häfen geht, jetzt schnell bauen, sondern insgesamt schneller bauen. Das führt zu erheblichen Veränderungen in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Könnte ich jetzt einen langen Vortrag halten, die Zeit haben wir nicht. Aber ich will nur sagen, auch über unser Entscheidungssystem in Krisen, denke ich, ist jetzt Anlass zu reden. Und wenn Sie jetzt sagen, Frau Merkel ist alle schuld, wie lange will man das noch sagen? Moment, das habe ich nicht gesagt. Dann viele sagen das, aber Sie haben das nicht gesagt. Aber wenn ich das mal sagen darf, Frau Merkel war eine Meisterung im System. Aber es war vielleicht zu wenig Zeit, zu wenig Kraft, auch mal über das System selbst nachzudenken. Und jetzt ist es aber nötig und jetzt ist die Chance. So, und jetzt kommt diese junge Generation und stellt genau dieses System in Frage. Nicht jetzt Frau Neubauer persönlich, aber wir haben gerade die Fotos gesehen. Da kleben sich Menschen an Kreuzungen fest. Da gibt es diese Klimabewegung Fridays for Future, die weltweit unglaubliche Menschenmassen mobilisiert. Und man hat das Gefühl, da entsteht so eine Graswurzelbewegung, von der Herr de Maizière sagt, das ist mir zu radikal, das ist kompromissfeindlich. Und Frau Meyer sagt, diese Ansprache dieser jungen Leute, die gefällt mir nicht. Weil ich plötzlich das Gefühl habe, wir sind sozusagen schuld an allem. Und ich möchte eigentlich mit diesem Schuldkomplex nicht durch die Welt laufen. Das muss ich aber ein bisschen einschränken, auch weil ich habe mir gerade die letzte Generation, also diese Menschen, die sich festkleben, ich habe darüber lange nachgedacht. Man sieht ja immer wunderbare Reportagen darüber, wie Autofahrer ausrasten und so. Ich habe irgendwie gedacht, eigentlich ist das ein relativ friedlicher Protest noch. Also ich finde, das können wir auch mal aushalten als Gesellschaft, dass Menschen ein bisschen unangenehm auch mal werden. Ja? Ich war auch mal jung, das klingt ein furchtbarer Satz, aber es ist so. Sie sind Best-Agerin, Frau Meyer. Ja, ich bin halt die Boomerin schlechthin. Aber ich habe alle bewundert, die irgendwie, ich bin in der DDR aufgewachsen, da gab es fast keinen Widerstand. Ich fand das toll, was in Westdeutschland passiert, dass die Anti-Atom-Bewegung und so. Also insofern, man muss auch mal ein bisschen unangenehm werden. Das halten wir schon aus, denke ich. Ja, ehrlich gesagt, manchmal fühle ich mich wie in so einem Paralleluniversum. Was machen wir denn hier? Sie reden über Sicherheit. Was für eine Sicherheit soll es geben in einer Welt, in der uns die Lebensgrundlagen um die Ohren fliegen? Und das heißt ganz konkret, mal eben 150 Tote in einer Flut im Ahrtal, wo man weiß, man muss die Menschen besser schützen. Die Katastrophen kommen aber und wir werden einen Großteil der Katastrophen, wir werden sie nicht aufhalten können. Die kommen. Unsere Infrastruktur ist nicht bereit dafür. Die Menschen sind nicht ausreichend geschützt. Vor den Hochwassern, vor den Dürren, vor den Ernteausfällen. Unsere Lieferketten sind nicht geschützt. Die Ernährungsgrundlagen, sie sind nicht sicher. Unsere Energiesysteme, sie kollabieren, wenn das Klima kollabiert. Es kann doch keine intakte Demokratie geben, wie wir uns das vorstellen, mit schön ein bisschen Transparenz, ein bisschen rumreden, mal gemeinsam eine Runde machen, noch mal abwarten, ein bisschen Zeit nehmen. Das alles geht nicht, wenn wir von Notstand zu Notstand schlittern in eine Welt, in der sich das Klima so unkontrollierbar wird, dass wir keine Möglichkeiten haben, da mitzuhalten. Das heißt, sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, ja, sorry, das ist mir ein bisschen zu radikal. Oder ja, die Leute, die stören die Menschen im Berufsverkehr. Warum machen sie denn das? Das war alles weil sie noch war nie nicht an einem sehr Punkt waren in dieser Gesellschaft, in der das so anerkannt wurde. Dabei sind die Studien überwältigend, die Wissenschaft ist da. Rhetorisch, Antonio Guterres sagt, fossile Energien töten, das ist der UN-Generalsekretär. In der Sprache, in dem Sprechen, in den Reden ist hier alles da. Aber wenn sich eine Regierung, eine Gesellschaft wie die deutsche, die so eine Verantwortung trägt, das Ganze mit verursacht zu haben und so eine Chance hat, das Ganze zumindest abzumildern, wenn sie sich nicht in irgendeiner Weise bereit erklärt, sich so zu verhalten, als wären wir in einem so krassen Krisenkomplex, dass es eine Vorstellungskraft übersteigt. Natürlich machen dann Leute was auch immer, und kleben sich hin oder stellen sich auf die Straße oder protestieren. Und ehrlicherweise, wenn nur halb so viele Menschen, die jetzt eine Meinung zu dem Klimaprotest hätten, eine Haltung zur Klimakrise hätten, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Aber wie kommen Sie denn dazu, dass die Leute keine Haltung haben? Also das finde ich jetzt ein bisschen überzogen. Also das ist eine Unterstellung, würde ich mal sagen. Wir gucken uns
uns an, was in diesem Land passiert und wie wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten diese Klimakrise immer weiter vorangetrieben haben, statt das große Potenzial zu nutzen, aus den Fossilen rauszukommen, uns von Putin unabhängig zu machen, Lebensgrundlagen zu schützen, hat man neue fossile Abhängigkeiten geschaffen, hat man die Energiewende systematisch blockiert, hat man dafür gesorgt, dass mit diesen ganzen Märchen von wir schaffen das, aber die Kinder sind das Problem und das ist doch nicht so schlimm, wie so ein Wabern in so einem, ja, in so einem Paralleluniversum entstanden ist, in der die Krisen nur dann da sind, wenn sie uns gerade passen oder nur dann irgendwie relevant sind, wenn Greta irgendwas dazu sagt. Das ist doch nicht die Welt, in der wir leben. Ich fand's, wisst ihr, was ich gerade interessant finde? Sie haben gerade in drastischen Worten geschildert, was da passiert. Sie haben gerade darauf hingewiesen, welche katastrophalen Folgen Umweltverschmutzung, Kohleverstromung, Kohleverbrennung, was das hat. Ich habe mir die Zahlen noch mal angesehen. 5 Millionen Menschen schätzungsweise sterben nur an Umweltverschmutzung jedes Jahr. Sie sagen, das haben Sie gerade eben gesagt, wir brauchen krasse Maßnahmen. Ja. Sonst sind wir hier in so einem komischen Paralleluniversum. Aber trotzdem drücken Sie sich um die simple Frage, ob wir ein paar Atomkraftwerke ein paar Monate weiterlaufen lassen sollten oder nicht, wenn ich Sie nach genau diesen krassen Maßnahmen frage. Herr Lanz, ich will Sie hier nicht enttäuschen, aber wenn wir davon sprechen, dass sich die Dinge verändern müssen, wenn wir nicht wollen, dass sich durch die Krisen alles verändert, dann reden wir nicht von Kleinigkeiten wie Atomfragen, dann sprechen wir von ganz fundamentalen Fragen. Wie sind unsere Verkehrssysteme organisiert? Wie organisieren wir eine nachhaltige Landwirtschaft, auch global? Wie kann internationaler Handel funktionieren, dass wir nicht die ganze Zeit die eine Hälfte der Welt ausbeuten und Menschen in die Katastrophen reinrennen lassen? Das übersteigt doch das, was wir hier sozusagen im Klein-Klein haben. Auch die Energiefragen, die müssen geklärt werden. Aber dahinter stecken doch ganz große Fragen, nämlich wie zum Henker haben wir vor, langfristig als Menschheit auf diesem Planeten zu leben. Aber nur, Sie brauchen für krasse Maßnahmen, brauchen Sie in Demokratien Mehrheiten. Ja. Und Sie brauchen international Verbündete. Sie brauchen China an Bord, Sie brauchen Indien an Bord, Sie brauchen die Amerikaner an Bord. Da kann ich Sie gleich beruhigen. Es gibt das Pariser Abkommen, das haben die Amerikaner und die Inder und die Chinesen alle mit unterschrieben. Und es gibt eine Bundesregierung, die demokratisch gesagt hat, wir wollen uns an das Pariser Abkommen halten. Ich rede jetzt über den Rahmen, der ist gesetzt. Naja, es gibt also China und Klimaabkommen ist mal ein extra Thema. Aber die Umsetzung der Maßnahmen hier, die verlangen eine Mehrheit. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, wir wollen, da wäre ich dafür, die Bauzeit von Eisenbahnschienen halbieren, von mir sogar um 2/3 verkürzen, brauchen Sie dafür eine Mehrheit. Das bedeutet, Sie müssen Anhörungsrechte beschneiden, das bedeutet, Sie müssen Gerichtsverfahren beschneiden, das bedeutet, Sie müssen Wälder durchschneiden, Sie müssen den Naturschutz beschneiden, das müssen Sie alles machen. Ich bin dafür, aber Sie brauchen dazu Mehrheiten. Und das braucht Zeit in der Demokratie, so lästig wie das ist. Und deswegen bleibe ich ja dabei, wenn diese Krise, die Sie beschreiben, ich mache mir nicht alles zu eigen, aber vieles schon, dann müssen wir in der Tat anders entscheiden in unserer Demokratie, als wir es bisher gemacht haben. Aber nicht, indem wir irgendwie extreme Maßnahmen machen, sondern indem wir die Skeptiker überzeugen, diesen Weg mitzugehen. Interessanterweise gibt es ja, Entschuldigung, aber die Mehrheiten gibt es ja. Also die Studien sagen das ja, die Einstellungsstudien. Ein Großteil der Bevölkerung will eine ökologische Transformation, will aus einer Krisensituation nicht mit Sparen und Sparen. Aber nicht die Windräder vor der Tür und weder die Leitung das stimmt nicht. Oberirdisch auch da gibt es noch die Leitung unterirdisch. Das ist sozusagen doch, das ist doch so. Nein, wenn man sich anguckt, wie viel wird in Deutschland tatsächlich von Bürgerinitiativen blockiert, dann sind es minimale Anteile und oftmals stecken übrigens politische Kräfte dahinter, die allerersten sind, die populistisch sagen, wählt uns und ihr bekommt keine Windkrafträder. Also das ist jetzt nicht so, als wären Menschen kategorisch nicht vereinbar. Und dazu kommt auch übrigens die Feststellung, wir rennen gegen die Zeit an. Also sich herauszunehmen in einer Krise, die voranschreitet, schneller als wir das glauben, zu sagen, wir wollen aber die Zeit haben, das widerspricht der Wirklichkeit. Also wenn es um die Alternative geht, Zeit oder Demokratie, bin ich für Demokratie. Wenn Sie sagen, wir haben nicht die Zeit, dann möchte ich von Ihnen einen Lösungsweg haben, wie wir diese schnelle Zeit erreichen. Herr Maizière, die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Wenn wir die fundamentalen Krisen dieser Zeit nicht in den Griff bekommen, wie stellen Sie sich vor, sollen intakte Demokratien in einer 2 Grad wärmeren Welt aussehen, in der uns die Krisen um die Ohren fliegen, in der wir von Notstand zu Notstand diktiert werden von den Krisenumständen? Wenn Demokratien geschützt werden sollen, dann doch durch echte Maßnahmen. Ich suche nach einem Weg, dass Demokratien überleben und nicht Diktaturen. Sie sagten gerade, diese Wahl haben wir nicht mehr zwischen Zeit und Demokratie? Nein, was heißt denn das? Naja, dass im Endeffekt der Klimaschutz, der gerechte Klimaschutz, der schnell kommt,
das demokratieschützende Mittel ist, was wir überhaupt haben. Denn was wir gerade sehen, und ich glaube, viele Menschen haben auch in Corona die Erfahrung gemacht, auch als der Krieg ausbrach, wenn die Notstände kommen, dann werden die demokratischen Räume eingeschränkt. Dann nämlich haben wir nicht mehr die Zeit, noch mal rumzureden, noch mal zu befragen, noch mal die Experten anzuhören, noch mal die BürgerInnen. Dann diktiert der Notstand und nicht mehr die parlamentarischen Instanzen, nicht mehr die Regierung. Das heißt, je mehr Notstand da ist, desto weniger Demokratie haben wir. Deswegen sagen wir, wir brauchen so dringend den Schutz vor den Notständen. Das ist ja Klimaschutz. Das heißt ja, wir verhindern die schlimmsten Katastrophen, damit wir überhaupt die demokratischen Räume erhalten, die wir haben können. Und dann, und das ist das Wunderbare, sind wir auch in diesen großen Transformationen, die anstellen. Energiewende, okay. Verkehrswende, Agrarwende. Es ist die Demokratie eines der wichtigsten Werkzeuge, was wir haben. Die Menschen mit ihren Ideen, mit ihrem Wissen, die vor Ort die Energiewende selber machen. Sorry. Die sind ja das heilige Gut, was wir da haben. Sie zu schützen. Das ist doch das Innerste von dem, wofür wir einstehen. Herr Quent, Sie wollten die ganze Zeit. Ich hätte danach noch eine Anmerkung dazu. Ja, na, in der Tat, weil das ist kein Gegeneinander. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch mit dem starken Bezug auf die Freiheitsrechte so also geurteilt, dass wenn man das zulässt, dass es weiter mit einem unentschlossenen oder einem nicht ausreichenden Klimaschutz geht, also ein Klimaschutz, der nicht ausreicht, um das 1,5 oder notfalls 2 Grad Ziel zu erreichen, dann werden künftige Generationen massive Freiheitseinschnitte haben. Ich sehe das exakt genauso. Das ist das, was auch in der Forschungsliteratur überall so diskutiert wird. Es ist kein Demokratie oder Klimaschutz. Es ist, wenn wir keinen Klimaschutz haben, dann werden wir keine Demokratien mehr haben. Weil dann werden sich die faschistischen Bewegungen durchsetzen, dann kommt das Hauen und Stechen, dann kommen die Verteilungskämpfe, dann kommen die Zäune und der Stacheldraht und man guckt nicht mehr nach außen hin, weil das CO2-Budget wird immer kleiner, das noch verbraucht werden kann. Darum gibt es einen massiven Konkurrenzkampf, einen massiven globalen Konkurrenzkampf. Wir verbrauchen viel mehr, als gerechterweise uns zusteht. Es wird jetzt schon die Hetze betrieben im Hinblick auf mögliche Klimaflüchtlinge und die entsprechenden Entwicklungen. Damit. Das hat im französischen Wahlkampf eine Rolle gespielt. Es spielt bei den Protesten, die wir jetzt sehen, bei der Agitation eine Rolle. Die Demokratie muss, und das ist ganz entscheidend, muss viel effektiver werden und damit auch schneller. Da bin ich ganz bei Ihnen. Inhaltlich war ich nicht überzeugt, ob ein nationaler Krisenrat das beschleunigt. Das habe ich nicht verstanden. Wird sie besser, wenn sie schneller wird? Frage. Es kann sein, dass es an bestimmten Punkten Abbruchprozesse gibt, so wie wir das im Moment sehen, dass man nicht alle mitnehmen kann. Das sehen wir aber schon seit einigen Jahren, dass man nicht alle mitnehmen kann, weil nicht alle mitgenommen werden wollen. Und diese dann aber eine möglichst laute Minderheit als immer wieder als Vorwand zu benutzen, warum bestimmte Dinge nicht gemacht werden kann, das bringt uns in eine Sackgasse, die dazu führt, dass demokratische Politik immer ineffektiver wird, was dazu führt, dass die Verdrossenheit steigt und diese populistischen oder auch extremistischen Kräfte stärker werden. Insofern, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir beides brauchen. Wir brauchen eine effektive, demokratische, gerechte Gestaltung, die aber in der Lage ist, zu verhindern, dass aus Krisen die Katastrophen werden, vor denen uns 99, der Wissenschaft warnen.